Servus, grüß euch, habe ich die Ehre. Ja, ich bin der Schwarzenbacher Flori von der Blasmusik in Solbach Hinterklemm. Kennt vielleicht der eine oder andere. Ja, ich bin heute da, weil ich bin auf ein akustisches Phänomen dieses Jahr gestoßen. Und dieses Phänomen betrifft nicht nur mich als Blasmusikant, nein, die ganze Blasmusik. Nicht nur die Blasmusik Salbach, nein, die Blasmusik weltweit könnte von diesem Phänomen betroffen sein. Ja, und ja, ich spüre einfach mal was vor und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen. Stellt euch vor, ein Blasmusikkonzert, Musikant sitzt, spielt. Ja, spielt ein bisschen. Kaut. Trinkt. Spielt. Schaut, trinkt, spielt. Da. Muss einen Ton aushalten. Ja. Habt ihr das gehört? Das war so. Ja, und genau das ist das Thema meiner Forschung sozusagen. Mir ist absichtlich oder unabsichtlich, eher umgekehrt, ein kleiner Rülps entwischt und der hat eben dieses zur Folge. Ja, und deswegen hat mich der Kapellmeister immer böse angeschaut, aber ich habe mir dann gedacht, ich schaue mir das jetzt genau an, bin dann zur Universität Wien gegangen, Institut für Musikwissenschaften. Da haben wir uns das genauer angeschaut. Kurz zu Musikwissenschaften. Die Musikwissenschaft ist ein Forschungsbereich, welcher sich um Musik, über Musik, unter Musik, über alles, was sich mit Musik mehr oder weniger beschäftigt, zu tun hat. In ethnologischer Hinsicht, historischer Hinsicht, aber auch systematisch. Und diese systematische Abteilung hat sich eben genauer mit diesem Phänomen Ich habe mir das Phänomen genau angeschaut. wir haben das festgestellt, dass dieses Phänomen nicht nur bei der Klarinette da ist, sondern auch bei verschiedenen anderen Instrumenten. Flöte zum Beispiel. Querflöte. Klarinette. Saxophon. Trompete. Tuba. Ja, und sogar beim Fagott. Naja, und weil das fast die ganze Blasmusikkapelle betrifft, haben wir uns gedacht, das müssen wir uns doch noch genauer anschauen. Deswegen haben wir uns ein paar Erklärungsversuche, wieso kommt es zu diesem Tonabfall, quasi gemacht. Und da haben wir Hypothesen aufgestellt. Kann es sein, ist es vielleicht eine anatomische Änderung, zum Beispiel Mundinnenraum oder Lippenspannung oder Anblasdruck? Und dazu haben wir festgestellt, nein, es kann nicht so sein, weil bei der Flöte ist genau der Fall, dass das auch passiert und bei der Flöte ist eigentlich völlig wurscht, wie man reinbläst. Und der Ton kommt immer. Ja, und dann haben wir uns überlegt, kann es die Temperatur sein? Dann haben wir uns mal durchgerechnet. Ein Tonhöhenabfall wie dieser kann erst bei einem Temperaturunterschied von bis zu 30 Grad oder so stattfinden. Das ist halt nicht so möglich oder nicht so gesund. Ja, und dann sind wir halt ein bisschen blöd da gestanden, haben nicht genau gewusst, was ist jetzt. Dann sind wir mal in unserer Verzweiflung zu einem Blasmusikkonzert gegangen, Blasmusik Pfaffenschwendt, haben wir uns genau angehört. Und da haben wir dann eins gesehen, wir haben gesehen, die trinken. Und die trinken nicht nur irgendwas, die trinken Bier, Fanta, Mineral, Sprite, alles mit Kohlensäure. Und was passiert, wenn man Kohlensäure trinkt? Es sammelt sich im Bauch, CO2 löst sich, CO2 sammelt sich in einer Blase und kommt durch eine Eruktation wieder heraus. Und deswegen ist wahrscheinlich die Konzentration von CO2 sehr stark erhöht. Weshalb wir davon ausgegangen sind, der Tonabfall geschieht durch den CO2-Einfluss. Weil CO2 hat, also Schallgeschwindigkeit ist in CO2 um 25% verringert im Gegensatz zu normaler Luft. Ja, deswegen sind wir noch ins Labor gegangen, haben gaschromatographische Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, es ist wirklich so, CO2 ist verstärkt im Rülpser vorzufinden. Und ja.
Also ist unsere These quasi bestätigt gewesen und wir wollten dem noch ein i-Tüpfelchen draufgeben. Wir wollten wirklich sicher gehen, ist das so? Deswegen haben wir eine Blockflöte genommen, wieder. Und durch diese Blockflöte haben wir dann 3 verschiedene Gase durchgelassen. Normalen Gasstrom, also einmal normale Atemluft, CO2, Helium aus Kontrollmaß und das klingt dann ungefähr so. Das ist der normale Luftton. CO2 war das, schon tiefer, bestätigt. Und Gegenprobe Helium. Das, weil Helium wesentlich leichter ist als Luft natürlich und die Schallgeschwindigkeit dementsprechend schneller durchpfeifen kann und der Ton dementsprechend spitzer ist. Ja, also wir sind zu einer Erkenntnis gekommen und ja, jetzt sind wir an der glücklichen Position, dass wir weiter forschen können sozusagen. Es gibt Ansätze, dass wir versuchen, zum Beispiel Beethoven hat einmal einen Satz geschrieben für Trompeten oder Hörner, der unspielbar ist, in dieser Weise, und wir versuchen nun nachzuschauen, ob Beethoven quasi gesagt hat, trinkt Bier und spitzt es. Und viele weitere Möglichkeiten zur Forschung gibt es. Ja, soweit zu dem. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.